Kollegen, Kolleginnen, Herr Präsident, Präsidium. Im Bereich innere Sicherheit, das wurde heute schon erwähnt, ist vor allem der Vorschlag zu einer Verschärfung des Waffenrechts aus unserer Sicht relevant und auf jeden Fall positiv zu begrüßen. Negativ zu bewerten ist die politische Einigung auf die Passagierdatenrichtlinie, die sozusagen im Nachhall zu den Pariser Anschlägen durchgewunken wurde, obwohl in diesem Fall nirgends Flugreisen passiert sind. Es handelt sich hier also um eine Form der Vorratsdatenspeicherung, die wir ablehnen und auch für grundrechtswidrig halten. Ansonsten liest sich der Aktionsplan wie eine lange liegen gebliebene To-Do-Liste. Da geht es zum Beispiel um das Fortsetzen der Arbeit der europäischen Migrationsagenda. Das ist bekanntlich nichts Neues, daran wird seit Jahren gebastelt. Das Vorhaben, das europäische Asylsystem neu aufzusetzen, unterstützen wir natürlich, wobei Österreich hier ganz stark in der Verantwortung ist, diese europäische Asyllösung auch zu unterstützen. Was die Überprüfung der Blue Card Richtlinie anbelangt, so ist auch diese schon länger notwendig, weil sie bekannterweise nie wirklich angenommen worden ist. Dann zu Dublin, auch schon heute kurz erwähnt. Hier soll in Bezug auf unbegleitete Minderjährige eine Überarbeitung stattfinden. Österreich bzw. die österreichische Regierung ist, wie in den meisten Fällen, auch hier für eine Verschärfung. Fakt ist aber, Dublin ist mittlerweile endgültig gescheitert und wir sind der Meinung, dass es anstatt auf einem toten Pferd sitzen zu bleiben, notwendig wäre, dass die EU und auch Österreich endlich an einem gemeinsamen solidarischen Asylsystem arbeiten sollte, das eine faire und verhältnismäßige Aufteilung auf alle 28 Mitgliedstaaten vorsieht. Alles andere, und das wissen wir, verlängert nur die absurde Hin- und Herschieberei von Asylsuchenden innerhalb der EU, ohne dass damit ein einziges Problem gelöst wird. Es soll auch weiters ein europäisches Grenz- und Küstenschutz vorgehend aus Frontex zusammen mit den Behörden der jeweiligen Länder errichtet werden, der die Schengen-Außengrenzen stärker als bisher abriegeln soll. Regelmäßige Einreisekontrollen auch von EU-Bürgern und Bürgerinnen an den Außengrenzen sind angedacht. Auch hier begrüßt die österreichische Regierung diesen Vorschlag. Das ist für uns genauso wenig überraschend, wie es für Sie wenig überraschend sein wird, dass unser Standpunkt hier ein ganz anderer ist. Denn wir vertreten die Meinung, dass genau diese Kontrollen nicht notwendig wären, wenn es Flüchtenden möglich wäre, legal einzureisen. Das würde nicht nur Menschenleben retten, das Schlepperwesen trockenlegen, sondern auch die immensen Grenzschutzkosten, von denen wir heute schon gehört haben, minimieren. Man will auch verstärkte Schutzregelungen in der Nachbarschaft der EU unterstützen, damit die Flüchtenden gleich dort bleiben. Angesichts der so gut wie nicht vorhandenen Zahlungsmoral bei bisherigen Hilfeaufrufen, zum Beispiel des World Food Programmes oder der UNHCR in Krisengebieten und in den Nachbarstaaten von Syrien, ist das mehr als unglaubwürdig. Und auch Österreich hat 2015 kein Geld dafür überwiesen. Ja, Türkei war auch schon ganz kurz Thema und das, was im Aktionsplan vorgesehen ist, macht diese endgültig zu einem Art Gatekeeper der EU, was angesichts der menschenrechtlichen Situation in der Türkei nicht nur äußerst bedenklich ist, sondern auch noch dazu führt, dass die Türkei Menschen nicht nur wegsperren tut, sondern auch die Schutzsuchenden fernhalten tut von einem fairen Asylverfahren. Schon jetzt häufen sich Berichte, wie wir wissen, über Rückführungen von Flüchtlingen aus der Türkei in syrische Kriegsgebiete. Und es ist auch schon bekannt, dass die Türkei die Grenze zu Syrien immer mehr abriegelt und Flüchtende gar nicht erst reinlässt. Eine europäische Politik, die so agiert, die in Krisensituationen nach dem Motto vorgeht, aus den Augen, aus dem Sinn, betreibt nichts anderes als eine Vogelstrauß-Strategie.
Das heißt, alles in allem sind in diesem Aktionsplan sehr wichtige, sehr brennende, sehr notwendige Kapitel und Punkte angeführt. Aber noch notwendiger ist es für uns, dass sich Österreich, gerade Österreich, hier nicht aus der Verantwortung nimmt durch beispielsweise nationale Alleingänge, irgendwelche Husch-Pfusch-Aktionen und dass wir diese gemeinsame Verantwortung insofern ernst nehmen und tatsächlich an einer umfassenden europäischen Lösung für die Asylfrage arbeiten. Danke. Eine umfassende europäische Lösung der Asylfrage fordert Eva Ciecic von den Grünen aus Wien.